Der Löwe und die Stiere von Johann Gottfried Herder. Eine zärtliche und enge Freundschaft verband vier junge, kräftige Stiere. Ein Löwe, der in einem nahen Wald seinen Schlupfwinkel hatte, beobachtete sie aus sicherer Entfernung, und seine Begierde nach ihnen wuchs von Tag zu Tag. Diese vier schönen Stiere würden lecker schmecken, doch vor diesen acht spitzen Hörnern muss ich mich in Acht nehmen. Aber ich habe da schon einen Plan. Der Löwe sprach zum Stier. Weißt du, dass die anderen neidisch auf dich sind, weil du schöner und größer bist als sie? Der Stier antwortete. Nein, du erzählst nur Quatsch. Dir glaube ich nicht. Der Stier überlegte. Vielleicht hat er ja doch recht. Ich bin ja auch schöner als sie. Den anderen erzählte er was anderes. Bald fingen sie an, sich gegenseitig zu misstrauen. Sie gingen nicht mehr gemeinsam auf die Weide und nachts rückten sie voneinander ab. Das alles machte sie noch viel misstrauischer und jeder dachte von den anderen, sie warteten auf eine Gelegenheit, mir Leid anzutun. Die vier Stiere wollten sich gegenseitig bekämpfen, weil jeder Stärkste sein und die anderen von der Weide verjagen wollte. Da fielen sie einander sofort in heller Wut an. Bald sahen die vier prächtigen jungen Stiere nicht mehr prächtig aus. Sie schlugen mit ihren Hufen aufeinander ein und zerfetzten sich mit ihren Hörnern die Lenden. Als der Löwe von ihnen anfiel, tötete und verschleppte, kamen die anderen ihren Gefährten nicht zu Hilfe. Dir helfe ich nicht. Bald danach zerriss der Löwe den zweiten, dann tötete er den dritten und auch der vierte Stier wurde einige Tage später, als der Löwe wieder Hunger hatte, dessen Opfer. Gesprochen von Justin als Stier, Luca als Löwe und Fabian als Erzähler.